Mann, Jungs. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal zurück zu einem weiteren Warzone-Video. Heute schauen wir uns eine Waffenkombination an, die wirklich extrem wild ist. Allgemein die Meta aktuell ist natürlich so, die Brem mit der MP40 zusammen. Das ist so eine Meta-Kombination, die man spielen kann. Allerdings gibt es da noch eine zweite Waffenkombination, die aus der Bar besteht, die natürlich auch Long-Range-Meta ist, wenn man sie richtig spielen kann. Das Ganze in Kombination mit der PPSH, eine Waffe, die im Nahkampf wirklich komplett broken ist und nicht irgendeine Variante der PPSH, sondern die Hipfire-Variante. Wir kennen das Ganze mit der MP5. Wenn man eine Waffe hat, die wirklich stark aus der Hüfte ist, muss man meistens gar nicht ins Aim gehen und hat deswegen im Nahkampf wirklich auch sehr viele Vorteile. Die PPSH ist allgemeine Waffe mit einer sehr hohen Feuerrate. Im Verlauf des Videos schauen wir uns das Meta-Klasse-Setup der Bar und der PPSH an. Wir gehen so ein bisschen darauf ein, wie man die Waffen spielen sollte. Und speziell für Leute, die mit der Bar Probleme haben, habe ich so ein paar kleine Tipps und Tricks, wie man damit besser klarkommt, um natürlich auf Distance einfach mehr Kills zu machen. Bevor wir jetzt direkt ins Gameplay gehen, falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, ihr nichts verpassen wollt, über Warzone und die besten Waffen allgemein über Updates, lasst natürlich gerne ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zum neuen Hintergrund haltet, denn ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das Ganze findet. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im Gameplay. Let's go! Ui, ui, nein, nein, nein. Er ist einfach unsichtbar, es ist so dumm.
Aber da bleibe ich jetzt drin hier. Bitte sehr, er sieht mich. Ich bin tot. Das wird gottlos. Ist du kackst. Das wäre es erstmal vom Gameplay-Part zu der Bar und der PPSH. Wie gesagt, die Bar ist, wenn man klarkommt, wenn man sie richtig spielt, absolut die Long-Range-Meter. Und da sollte man auf jeden Fall so ein bisschen drauf achten, wie man die spielt. Da gehen wir gleich noch so ein bisschen drauf ein. Und die PPSH ist ein absolutes Hüpffeuermonster. Und speziell im Nahkampf ist die Waffe durch die hohe Feuerrate auch sehr, sehr stark, wenn man sich ein bisschen eingespielt hat. Es ist natürlich bekannt, dass die Waffe eine Meta-Waffe ist. Deswegen ist das Klassensetup natürlich jetzt auch nicht wirklich neu. Mit dem Quecksilber-Schallimpfer, dem XL-Lauf, dem G16-Visier, wobei ihr natürlich hier so ein bisschen variieren könnt. Ihr könnt das SVT-Visier spielen, ihr könnt das Slate-Visier spielen, ist so ein bisschen Geschmackssache. Dann spielt ihr den zweiten WR-Lauf für Präzision, Rückschusskontrolle, Zuckenwiderstand und Zielstabilität, auch sehr, sehr wichtig. Dann den Handstopper allgemein für Präzision, Rückschusskontrolle, das 40-Schuss-Kaliber-50-Magazin, was die Waffe wirklich komplett broken macht. Dazu verlängert für die Bullet Velocity den Polymergriff, allgemein natürlich für Zuckenwiderstand und Präzision und Rückschuss bei Dauerfeuer, auch sehr, sehr wichtig. Sorgfältiges Zielen und vollgeladen. Und jetzt kommen wir zu einem sehr speziellen, sehr, sehr wichtigen Tipp für die ganzen Barspieler, die jetzt damit nicht wirklich klarkommen, speziell auf große Distanz. Wir wissen, dass die Waffe sehr stark ist, dass die Feuerrate niedrig ist. Allerdings auf ganz, ganz große Distanz, wenn man durchsprayt, ist es natürlich nicht so einfach, den Gegner zu treffen. Und genau deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, stellt das Ganze von vollautomatisch auf halbautomatisch um, dass ihr, wenn ihr quasi nur einmal drückt, auch wirklich nur einmal schießt. Weil wenn ihr das Ganze auf vollautomatisch lasst, wirklich durchsprayt, ist es natürlich speziell auf große, hohe Distanz nicht so leicht, den Gegner zu treffen. Wenn ihr stattdessen das Ganze wirklich nur einzeln triggert, versucht schnell zu triggern, habt ihr natürlich deutlich mehr Präzision, trefft mehr Kugeln und die Bar allgemein fühlt sich dadurch einfach nochmal deutlich stärker an. Und wie gesagt, wir haben das Ganze in Kombination gespielt mit der Hipfire PPSH. Seit den ersten Tagen der neuen Map war die Waffe wirklich auch absolute Meta. Allgemein das Ganze natürlich mit dem Quecksilber-Schallimpfer, dem 230mm Lauf für Präzision aus Hüfte. Dann spiele ich das erste Rotpunktvisier, was man freischalten kann, fand ich relativ clean, allerdings hier ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Da man Schaft spielt, ihr Schaft entfernen, um natürlich nochmal die Präzision aus Hüfte zu verbessern. Den Schnitzer-Vordergriff nochmal für Präzision aus Hüfte. Dann das zweite 71-Schuss-Magazin, um die maximale Startmunition zu haben. Verlängert für Bullet Velocity, den Holzteergriff allgemein nochmal für Rückschusskontrolle und Präzision aus Hüfte. Dann der feste Griff, um natürlich so ein bisschen die Präzision allgemein nochmal ein bisschen zu bewahren und dazu natürlich noch voll geladen. Und das ist die Hipfire PPSH. Testet das Ganze aus, ist wirklich im Nahkampf eine sehr, sehr wilde Waffe. Allgemein die Kombination mit der PPSH und der Bar ist schon sehr, sehr wild. Man hat ein absolutes Long-Range-Monster und ein Close-Range-Monster, deswegen gebt dem Ganzen eine Chance, testet das Ganze gerne. Und vergesst natürlich auch nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, viel Spaß beim Testen. Lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.